Willkommen zu Brand Image. Mein Name ist Chris und ich habe euch auf Instagram gefragt, hättet ihr denn zufällig Lust, Interesse, keine Ahnung, meine Plattensammlung zu sehen? Und ja, der Großteil will die ganz offensichtlich sehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe jetzt mal soweit, denke ich, alle rausgesucht aus den verschiedenen Umzugskartons. Und das wird wahrscheinlich ein sehr langes Video. Ihr wolltet das. Es ist auf eurem Mist gewachsen. Boah, wo fange ich denn an? Außerdem diese Perspektive hier, damit ihr die Platten von näher sehen könnt. Fangen wir erstmal an mit den Platten, die ich zugeschickt bekommen habe. Das ist einmal Bomben über Disneyland von der wunderbaren Band Jackpot. Absolut geiles Album, sehr große Empfehlung. Außerdem haben wir Vierzimmerküche-Bad mit Lasst Liebe regieren. Auch ein sehr geiles Album. Vierzimmerküche-Bad waren übrigens damals auch auf unserem Collabo-Track mit drauf. Mit Roundhouse und Vierzimmerküche-Bad und noch andere. Check den aus. Link in der Videobeschreibung. Keine Ahnung. Sogar signiert. Und das war's auch schon an Platten, die ich zugeschickt bekommen habe. Jetzt machen wir weiter mit der Kategorie Platten, die ich von meinem Vater geschenkt bekommen habe, mit der Aussage, nehmen Sie oder ich werf Sie weg. What the fuck? Das ist ein ganz schön fetter Stapel. So viel kann ich zu den einzelnen allerdings nicht sagen, weil ich die jetzt damals, als ich noch Plattenspieler hatte, ich habe gerade keinen. Cool. Da habe ich die nicht so mega oft angehört, wenn ich ehrlich bin. Ich habe diese Musik deutlich später erst angefangen zu appreciaten. Aber wir legen los mit Star Wars Return of the Jedi, dem Soundtrack. Den hatte ich mal drin und ich muss sagen, Star Wars Soundtracks können ganz schön weird sein, weil da manchmal einfach normale Musik dabei ist. Was irgendwie, weiß nicht, komisch. Außerdem Star Wars The Empire Strikes Back, auch der Soundtrack. Mein Vater ist ein sehr großer Star Wars Fan, muss ich dazu sagen. Star Wars war so ziemlich der erste Film, den ich jemals gesehen habe. Danke dafür. Dann geht es weiter mit der Sgt. Peppers von den Beatles. Die habe ich, glaube ich, von meiner Mom ausgeliehen, ohne zu fragen. Verzeihung? Ich glaube, meine Mom guckt die Videos nicht, deswegen ist auch ein Print von 1967. Weiter geht es mit einer der besten Platten, die wahrscheinlich jemals existiert hat, die Bad von Michael Jackson. Mein Dad hatte sogar damals die Chance, Michael Jackson live zu sehen. Ich glaube, das war in München. Da bin ich sehr neidisch, denn diese Möglichkeit besteht leider nicht mehr. Wir machen weiter. Elvis Presley, King of Rock'n'Roll. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, dass ich die besitze. Die habe ich gerade beim Durchstöbern in meiner Plattenkiste gefunden. Das muss ich mir auch mal reinhören. 1984. Außerdem ABBA, The Album. Auch hier, ich habe es noch nie gehört, aber da ist Take a Chance on Me drauf. Den kenne ich. Thank You for the Music kenne ich auch. Mehr kenne ich nicht. Das Plattencover hat auf jeden Fall gelitten die Zeit über. Das kann man sehr gut sehen. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob hier alle Platten auch noch funktionieren von den ganz alten. Ich hoffe doch sehr. Ich werde mir bald einen Plattenspieler kaufen. Bald. Ich sag's euch. Klickt alle meine Videos und abonniert, damit ich mir einen Plattenspieler leisten kann. Freddie Mercury, Mr. Bad Guy. Geile Scheiße, Freddie Mercury. Einfach Gott in meinen Augen. Kein Mensch auf diesem Planeten hat jemals einen Schnauzbart so gerockt wie Freddie Mercury. Wir machen weiter mit sehr viel Queen. Da mache ich jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf. Mein Dad war und ist sehr großer Queen-Fan. Und ich habe jetzt die letzten Jahre auch angefangen, diese Musik deutlich mehr zu schätzen und zu würdigen, als ich das früher gemacht habe. Deswegen im Schnelldurchlauf Queen, The Game, mit einer sehr schönen, silberglänzenden Verpackung. Queen 2. Queen, Live Magic. Cool. Queen, A Day at the Races. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue das hier jetzt so gerade voll durchrushen. Wirklich, Queen ist in meinen Augen eine der großartigsten Bands, die es jemals gab. So sehe ich das inzwischen, Gott sei Dank, weil ich vernünftig geworden bin. Aber ich habe diese Platten wirklich nicht mal alle durchgehört und die ich damals gehört habe, das ist einfach schon so lange her. Ich kann aktuell leider nicht so viel dazu sagen. Zum Beispiel auch zu Queen Live Killers. Die hat damals 29 Mark und 90 Pfennig gekostet. Good Times 1979. Kann ich mich nur dran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Queen. Außerdem Queen The Works. Die fühlt sich an, als wäre da gar nichts drin. Die ist unfassbar dünn. Irgendwie ist die deutlich leichter als andere Platten. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie kommt es mir so vor. Das könnte ein sehr langes Video werden. Deswegen machen wir gleich weiter mit Queen, Thank God It's Christmas. Das ist eine Single. Okay, das ist eine Maxi. Mit Thank God It's Christmas, Man on the Prowl und Keep Passing the Open Windows. Meine Güte, habe ich noch viel nachzuhören. Queen Greatest Hits. Das Queen Greatest Hits Album, also das erste Greatest Hits, ist in meinen Augen vielleicht das beste Album, wenn man so irgendwie eine Zugfahrt vor sich hat oder auch eine Autofahrt, einfach eine längere Strecke und man knallt sich dieses Best-of-Album rein. Es gibt nichts, was für so lange Reisen besser geeignet ist. Queen Hot Space. Hot Space, ja, Hot Space. Wie gesagt, ich habe sehr viel von Queen hier rumliegen und das habe ich alles noch nicht wirklich nachgeholt. Queen Sheer Heart Attack für 19,90 eigentlich, aber das war reduziert auf
18,90 Mark. Die vorletzte ist die Jazz, beziehungsweise Queen, 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 Jazz. Ganz viele Fahrradmenschen und hier haben wir die Jazz, 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 Zedge, Jazz. Und wir kommen zum letzten Queen-Album, A Night at the Opera. Und auch hier hat die Hülle schon sehr viel mitmachen müssen, wie man sieht. Ich habe ein bisschen Angst davor, zu versuchen, die sauber zu machen, weil es eben so alte Kartons sind und ich dann Angst habe, dass sich alles wälzt. Deswegen akzeptiere ich es einfach, dass es dreckig ist. So, weg mit euch. Okay, das ist doch jetzt schon mal ein ganzer Stapel weniger. Wir machen weiter mit den Donuts, Bruch und Dallas. Das war auf der Caracho, glaube ich, als Bonus-LP mit dabei. Inzwischen gibt es auch schon die Bruch und Dallas 3. Die ist dann als Bonus auf dem Heute ist ein guter Tag-Album mit dabei. Donuts, Silberhochzeit. Als die das angekündigt haben, musste ich das bestellen, weil ich das schon so schön fand, dass es hier so silber ist. Und mit einem Wort kriegt man mich eigentlich relativ einfach dazu, wenn es darum geht, Vinyls zu kaufen. Nämlich mit dem Wort Clear. Ich finde einfach, die sehen so unfassbar schön aus, da kann ich mich einfach nicht zurückhalten. Also wenn ihr eine Band seid und Clear-Vinyls raushaut, bin ich mir ziemlich sicher, dass bei vielen Leuten die Kaufbereitschaft höher ist. Ich bin mir da ganz sicher. Oben angepinnte Kommentar, ist eure Kaufbereitschaft höher, wenn es Clear-Vinyls sind im Vergleich zu den normalen Standard-Vinyls? Und wenn ihr jetzt aus Prinzip Nein antwortet, nur um mir eins reinzudrücken, dann werde ich das nie rausfinden. Und wir machen weiter mit einer Vinylbox, die mir sehr viel bedeutet, nämlich die Donuts Birthday Slams Live, signiert von den Donuts. Und das Geile hier war einfach, dass mich die Donuts damals angeschrieben haben und mir von sich aus zweimal diese Box zugeschickt haben und ich konnte sie dann einmal verlosen. Und das war das erste Mal, dass ein Künstler in direkten Kontakt mit mir getreten ist und das bedeutet mir bis heute extrem viel. Mit als Bonus ist hier auch dabei Live aus der Scheune You Cannot und natürlich Outside the World als kleine Bonus 7 Zoll. Dann haben wir hier, und das würde ich gerne dazu sagen, auch wenn die Donuts das wahrscheinlich jetzt nicht sehen werden. Ich habe damals beim Unboxing, das ich dann gemacht habe, diese Kunstdrucke gezeigt und ich finde die mega geil, ich finde die mega schön und habe die so gezeigt und habe, ja, alle sind drauf und habe einfach, weil ich so irgendwie nervös war in meinem Kopf, weil ich Angst hatte, irgendwas falsch zu machen, weil ich das eben zugeschickt bekommen habe, habe ich nicht bemerkt, dass die Rückseite auch bedruckt ist. Wahre Geschichte. Ich war einfach nur nervös wie ein kleines Kind. Und hier haben wir natürlich auch wunderschöne Platten, nämlich Clear Orange. Liebe ich. Da muss man einfach mal nochmal sagen, vielen, vielen Dank dafür. Das hat mir, als es passiert ist, so viel bedeutet. Es bedeutet mir heute immer noch viel. Ein Patch. Den könnte ich auch noch irgendwo hin nennen. Auf dem Bauch einfach. Und weg mit euch. Okay, wo machen wir weiter? Wir machen weiter bei diesem kleinen Stapel hier, würde ich sagen. Da bin ich mir noch gar nicht sicher, was da alles drin ist. Wir haben einmal The Ghost Note Symphonies Volume 1 von Rise Against. Das habe ich, glaube ich, damals für ein Hör doch mal, habe ich das erste Mal gehört. Und ich war so hin und weg davon, dass ich mir sofort bestellen musste. Bis heute bin ich sehr traurig, dass es hier noch keinen zweiten Teil gab. Ich versuche gerade den ganzen Lichtern auszuweichen, aber hier ist literally alles voller Lichter. Oder gibt es eine Ghost Note Symphonies Volume 2? Vielleicht habe ich es auch einfach verpasst. Ich könnte jetzt in meinem Handy gucken, aber das benutze ich hier für die zweite Aufnahme. Deswegen machen wir weiter mit ZSK Ende der Welt. Das war damals in der Vinylbox mit diesem Kunstdruck mit dabei, das auch ein Teil von meinem neuen Set wird. Das Set nimmt Form an. Da sind gerade noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich noch bestellen muss und ich will jetzt nicht mit einem halbherzigen Set arbeiten. Deswegen bald. Und hier haben wir auch eine wunderschöne gelbe Vinyl. Ende der Welt übrigens auch einfach ein unfassbar gutes Album. War das Album, zu dem ich damals so richtig für mich zu ZSK gefunden habe. Übertrieben gehypt auf Hassliebe. Machen wir weiter mit der Lights Out London von Itchy Poops Kid. Mit dem Autogramm vom Panzer. Das war damals in Ulm auf dem Donaubeben-Festival. Da waren die dann nach dem Konzert, waren die eben noch so draußen, sind rumgestanden und ich wollte unbedingt ein Autogramm. Ich wollte unbedingt ein Autogramm, weil ich Itchy Poops Kid damals so geil fand. Dann habe ich gedacht, ich hole mir jetzt einfach die Platte. War die erste Platte, die ich mir damals selber gekauft habe. Und zu dem Zeitpunkt damals hatte ich noch keinen Plattenspieler. Da hatte ich dann zwischendrin einen, zwischen da und jetzt. Und dann hat Panzer gefragt, ja, einen Plattenspieler hast du, oder? Ich so, ja klar. Ich hatte keinen. Die finde ich auch einfach extrem geil mit dem Clear Orange und dem Mond. Ich denke, das ist der Mond. Das wird der Mond sein. Allgemein sowieso unfassbar gutes Album. Lights Out London, in meinen Augen vielleicht das beste Itchy-Album. Wobei, Ports and Courts, Lights Out London, schwer zu sagen. Schwer zu sagen, was besser war. Und weiter geht es mit Rise von The Rasmus. Ich habe letztes Jahr wieder sehr viel angefangen, The Rasmus zu hören. Hauptsächlich auch durch den guten Dorian Grau, weil ich mit ihm so viel über Musik geredet habe und wir immer wieder auf Rasmus zurückgekommen sind. Und vor dem Konzert war in Leipzig im EMP eine Signing-Session und da habe ich gedacht, wisst ihr was, das nehme ich mir mit. Guckt, sogar vor Chris Leipzig. Vor Chris Leipzig, das ist jetzt mein neuer Künstlername. Nicht mehr Braindead, Bela.
Und wir machen weiter mit einer Band, die ich Ende letztes Jahr das erste Mal gesehen habe, Venues, und dem Album Aspire. Und das ist ihr vorheriges Album. Das ist nicht ihr aktuelles Album. Ich will jetzt nichts falsch sagen. Das ist ihr 2018er Album. Das ist vom Style her, von der Vinyl, unfassbar geil. Guckt euch das an. Clear mit so einem Goldsplatter drin. Heilige Scheiße. Absolut geile Platte. Aber welche Platte auch extrem gut ist, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Soleil. Auch von Venues, das ist das aktuelle Album. Und auch hier, geile Sache, dass man hier mit der Platte selber auch wieder was Cooles machen wollte. Blau Clear mit schwarzem Marmoriereffekt, saugeil. Dann kommen wir zu drei Platten, die ich letztens erst in einem separaten Video hatte, deswegen gucken wir da nur kurz rein. Von Electric Callboy, die Bury Me in Vegas, natürlich allein schon extrem geil. Die neuen Plattencover von Electric Callboy, eben mit dem neuen Namen. Physisch zu haben. Auch hier sehr, sehr schön mit einer pink-lila Clear-Vinyl, die auch irgendwie ein bisschen dünner ist. Gibt es da einen Unterschied zwischen Vinyl-Dicke? Also mir ist sie jetzt heute gerade aufgefallen. Zum Beispiel das ZSK-Album ist ein bisschen dicker und die ist mir jetzt auf jeden Fall dünner aufgefallen. Die Crystals, die ich jetzt schon während dem Reden rausgeholt habe, in dieser pink-marmorierten Vinyl, auch einfach nur unglaublich nice. Und Crystal ist halt auch einfach so ein unfassbar gutes Album. Ich meine, allein Crystals ist da drauf. Und das ist einfach einer der besten Electric Callboy Songs aller Zeiten. Was aber auch ein extrem gutes Electric Callboy Album ist, We Are The Mess. Ein Album, mit dem ich sehr viel verbinde, einfach von der unfassbaren Zeit, die wir damals hatten. Und das Geile hier, das ist die beste Platte von allen. Das ist die goldene Vinyl. Und holy shit, sieht das nicht einfach nur mega gut aus. Stehe ich drauf. Natürlich heben wir uns die Ärzte für den Schluss auf. Wir kommen zu etwas Rap-lastigeren Musik, beziehungsweise zu Rap-Musik. Zum Beispiel Alligator mit Rotz und Wasser ist auf meiner Top 5 Albumliste, meiner Albumliste 2022 auf 4 gelandet. Eine ganz normale Black-Vinyl, die lassen wir jetzt mal drin. Außerdem die In Schwarz von Kraftklub, die habe ich bis heute noch nicht ausgepackt und ich weiß nicht warum. Die ist damals schon kaputt gekommen, wenn ihr das hier sehen könnt. Und aus irgendeinem Grund wollte ich sie dann nie auspacken, weil in meinen Gedanken reißt es dann noch mehr auf. Ich weiß nicht, wie die Platte aussieht. Ich denke mal, das wird eine Standard-Black-Vinyl sein. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Ich werde es auch nicht auspacken. Deswegen machen wir einfach direkt unauffällig weiter mit Materia und Casper und 1982. Was ein unfassbares Album. Das hat einfach, als damals Champion Sound rauskam, habe ich so gedacht, yo, die haben mal schnell einen Deutschrap aufgefegt. Das sagt man so nicht. Ich bin jung und hip. Außerdem haben wir hier auch sehr schöne Blau-Türkise. Das ist das Türkis? Schreibt in die Kommentare, wenn das Türkis ist. Ich denke, und was man einfach mal sagen muss, diesen Plattenumschlag, der fühlt sich unfassbar hochwertig an. Der fühlt sich hochwertiger an als bei allen anderen Platten bisher. Und hier hat die zweite Vinyl natürlich auch die gleiche Farbe. Muss man kurz ein bisschen Platz schaffen. Großstadtgeflüster und Bis einer heult. Dieses Album wurde, ich glaube, letztes Jahr, also es ist ein altes Album, es ist ein Reprint, das kam in den Shop und das gab es, glaube ich, zuvor nie auf Platte oder allgemein als physischen Release. Doch, als physischen Release gab es damals. Damals gab es ja noch kein Streaming. Ich liebe Großstadtgeflüster und ich musste die mir dann sofort bestellen. Ich konnte sie aktuell noch nicht anhören. Das ist halt auch so ein Ding. Irgendwie will ich das Ganze dann noch nicht digital anhören, sondern will das halt dann auch das erste Mal auf Platte hören. Da bin ich ein bisschen komisch. Und das ist jetzt ja kein absolut neues Release, wo ich mir so denke, okay, ich will da auf jeden Fall sofort eine Review drüber machen, weil die Reviews mache ich eben zu den neuen Releases. Da denke ich mir halt, okay, ich kann warten. Ich kann warten, bis es endlich soweit ist. Vielleicht wird es auch ein Running Gag und ich kaufe mir niemals einen. Dann beim Großstadtgeflüster-Konzert in Berlin in der Columbia-Halle habe ich mir Episode 1 und 2 gekauft. Das sind die zwei EPs, wo unter anderem auch Fickt euch Allee und Ich boykottiere dich drauf sind. Das ist, glaube ich, eine normale Black-Vinyl. Yo, aber das Coole ist, ich schaff's gleich. Ich hab's geschafft. Hier sind, und das machen viele, das machen die meisten, aber ich finde es trotzdem cool, dass hier die zwei EPs nochmal als Einzelnes mit dabei auf CD sind, damit man sie cool in seinem Auto anhören kann. Hat noch irgendjemand heutzutage... Ich werde angerufen gerade. Yo, ha? Was geht? Ciao. So, jetzt habe ich einen Faden verloren. Wir machen weiter. Zugezogen maskulin. Ich hoffe, ich wollte dazu jetzt nichts mehr sagen. Zugezogen maskulin mit 10 Jahre Abfuck. Fand ich damals einfach nur unfassbar geil. Finde ich bis heute noch unfassbar geil. Ist es das beste Zugezogen maskulin Album oder ist Alles brennt besser? Ich bin mir nicht sicher. Alles brennt ist halt auch der absolute Wahnsinn. Und hier haben wir genau, das war ja, vorsichtig, auch auf einer gelben Vinyl. Auch schick, weshalb ich mir diese Buchversion gekauft habe von der Platte. Hier ist das erste Zugezogen maskulin Album, Kauf nicht bei Zugezogenen mit dabei, auf Platte. Das wollte ich einfach besitzen. So ist es halt, ne? Wir kommen jetzt langsam schon Richtung Schluss. Wir kommen jetzt nämlich noch zu einer Band, dann kommen noch meine 7 Zoll und dann war's das schon. Die Uns geht's prima. Die seht ihr vielleicht, ist ziemlich, sieht nicht mehr so ganz geil aus. Das Witzige an dieser Platte ist, der Hunter,
der war damals, vor vielen, vielen Monaten war der auf dem Channel hier auch dabei. Der wollte sich diese Platte damals steigern und ich auch. Am gleichen Abend, ohne dass wir es wussten, vom gleichen Anbieter. Es haben zwei Leute auf diese Platte geboten und das waren er und ich und wir haben uns gegenseitig hochgeboten. Wie groß ist denn bitte die Chance, dass das passiert? Außerdem die 12 Zoll Bitte Bitte Maxi-Vinyl. Ja, die habe ich mal auf dem Flohmarkt gesehen und habe gedacht, cool, die nehme ich mit. Ich glaube, das ist die einzige 12 Zoll Single bzw. Maxi, die ich von Die Ärzte habe. Dann der Reprint der Debil. Also ich glaube, jetzt kommen nur noch Reprints. Der Reprint der Debil ist noch original verpackt, weil wieso soll ich es auspacken? Dann haben wir die Im Schatten der Ärzte, die aus irgendeinem Grund nicht mehr original verpackt ist, also eingeschweißt und ich weiß nicht warum. Habe ich da mal ein Unboxing-Video gemacht? Keine Ahnung. Dann machen wir weiter mit Die Ärzte, das Album, das jetzt das erste Mal öffentlich verkauft werden darf, weil hier kein Geschwisterliebe mehr drauf ist, sondern Frühjahrsputz. Und Frühjahrsputz ist eine grauenhafte Version davon. Textlich cool, witzig. Wäre richtig gut, wenn man im Track nicht den Original-Track hören würde. Also man hört die Original-Lyrics noch im Hintergrund und ich finde, das ist so dermaßen ablenkend. Da muss doch irgendwo noch das Instrumental von Geschwisterliebe rumgelegen haben. Das kann mir doch keiner erzählen. Und wenn es ein Gag ist, ich bin ehrlich, dann verstehe ich den Gag nicht. Das klingt jetzt aber auch wütender, als ich eigentlich deswegen sowas bin. Wir machen weiter mit der Das ist nicht die ganze Wahrheit. Das war eine Zeit lang mein absolutes Lieblings-Die Ärzte-Album. Hier auch noch schön The Incredible Hagen, der ja leider vor einigen Jahren verstorben ist. Absolut heftiges Album Elke. Elke, ein Track, über den noch alle so Wind machen. Wow, Justice Warrior, ihr müsst ihr wieder spielen. Nein, sie wollen es nicht. Belasst es dabei. Egal aus welchen Gründen. Wenn die Band das Lied nicht mehr spielen will, dann will die Band das Lied nicht mehr spielen. Fertig. Die Bestie in Menschengestalt ist bei mir auch noch original verpackt. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht in zeitnaher Nähe auspacken. Also wie gesagt, das sind alles Reprints. Das ist jetzt nicht, dass ich hier auf einer Originalpressung von der Bestie rumsitze. Nein, die... Würdet ihr die verkaufen? Wenn ihr original eingeschweißte Originalpressungen habt, von jetzt zum Beispiel Die Ärzte oder Planet Punk, würdet ihr die verkaufen, weil ihr wisst, es gibt ein Schweinegeld? Oder denkt ihr, nein, der Sammler wäre es mir deutlich höher? Ich würde sie nicht verkaufen, tatsächlich. Außerdem die Numus Sicidis 11 Zoll. Ich glaube, das war die 11 Zoll. Ich wollte eigentlich letztes Jahr, das tut mir auch übelst leid, ich wollte letztes Jahr ein Weihnachtsgewinnspiel starten, wo es unter anderem die hier auf Platte gibt und noch ein paar andere Platten und einfach so ein paar Sachen zum Verlosen. Da gibt es ja mehrere Gewinne. Das hat mir einfach zeitlich nicht gereicht, weil ich vor Weihnachten nicht meine ganzen Umzugskartons ausgepackt habe. Und das Problem ist, ich habe auch jetzt noch nicht alles gefunden, was ich verlosen wollte. Ich habe schon ein paar Sachen bereit liegen und diese Verlosung wird zu 100% stattfinden. Ich kann jetzt nur noch nicht genau versprechen, wann. Aber es tut mir leid, es wird noch stattfinden. Und als Wiedergutmachung gibt es einfach noch mehr, was ich verlose. Das ist doch ein Deal, oder? Und zu guter Letzt von Die Ärzte haben wir die Planet Punk 10 Zoll, die leider ein bisschen verbogen angekommen ist bei mir. Aber ja, ist doof sowas immer, aber ich werde es überleben. Da hätte man halt richtig geil mit der Farbkombi arbeiten können und eine Colored Vinyl machen können. Aber lieber sind die Reprints dann auch so, wie sie damals original waren. So, und zu guter Letzt jetzt noch ganz schnell meine 7 Zolls. Da haben wir einmal natürlich die Alligator Single Box. Kummer und der letzte Song, in Klammer Alles wird gut, habe ich mir damals bestellt, weil ich gedacht habe, cool, ist limitiert. Ja, ist ein ganz cooler Song. Außerdem die In Schwarz von Die Ärzte. Was? Außerdem die In Schwarz von Kraftklub und einmal auch die, genau, da ist auch die Hand in Hand, Moment. Ah, das war die Hand in Hand Promo. Nein, stimmt, das ist als Band In Schwarz, das war das, genau, das war als Band In Schwarz in dieser Hand in Hand Version, wo, glaube ich, Till gesungen hat, wenn mich das nicht mehr ganz... täuscht. Die Toten Hosen mit Der letzte Kuss live, das war von der Mach mal lauter. Und da war ich so übelst krass einfach nur auf Hosen. Da fand ich Hosen geiler als Die Ärzte zu dem Zeitraum. Pushed Again, die habe ich mir auch gekauft. Pushed Again sowieso in meinen Augen einer der besten Hosensongs überhaupt. Dann haben wir die WZF von Das Lumpenpack. Das habe ich, bin ich ganz ehrlich, in erster Linie gekauft, weil es diesen Kissenbezug mit dazu gab. Als B-Seite ist FZW drauf. Und da ich keinen Plattenspieler habe, weiß ich bis heute nicht, was das ist. So, dann machen wir ganz schnell weiter mit Kraft von Die Ärzte, Achtung Bielefeld von Die Ärzte, Ich am Strand von Die Ärzte, Neuss von Die Ärzte, Dunkel von Die Ärzte und eigentlich auch eine Morgens Pauken. Aber ich finde die nicht. Ich finde meine Morgens Pauken nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die ist. Also ich weiß, dass ich glaube, irgendwie durch eine Fehlbestellung hatte ich 3 und 2 habe ich verlost. Aber wo die übrige ist, kein Plan. Die wird irgendwo noch in einem Karton stecken. Da kommen wir jetzt zum Schluss noch zu 2, 3 coolen Sachen. Wobei hier alles cool ist. Die Ärzte, Der Ritt auf dem Schmetterling, wollte ich damals unbedingt als CD-Version haben. Habe ich bis heute nicht gekauft, weil die immer unglaublich teuer war. Das war auf dieser Mini-CD. Und hier sind irgendwie so, wenn man das sehen kann, ich glaube nicht, doch hier so ganz leicht Autogramme eingeritzt. Anscheinend. Ich zweifle an der Echtheit dieser Autogramme.
Programme, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir noch die Zu schön, um wahr zu sein von Die Ärzte. Und das ist auch so ein kleines Ding, worauf ich irgendwie voll stolz bin, auch wenn das, glaube ich, gar nicht so teuer ist. Aber die ist in einem relativ guten Zustand. Deswegen, ja, cool. Dann haben wir natürlich noch die zwei Schallfolien von Abends Billy und Abends Skanken. Und ja, auch die habe ich noch nicht gehört. Soundqualitativ sind so Schallfolien halt natürlich jetzt nicht wirklich krass. Bela B. im Club, das gab es als Promo auf der Bela B. im Club Tour, als er das erste Mal sein Country-Projekt vorgestellt hat. Und wenn ich mich recht entsinne, wusste man vor den Konzerten noch nicht, was dieses neue Projekt sein wird. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich war halt damals auf der Bela B. Ilos Elmstedt Tour nach Code B. und das Album fand ich so absolut geil, dass ich dann, wo ich gesehen habe, das geht so in eine Country-Richtung, dachte ich mir so, schade. Und zu guter Letzt haben wir Callejon mit Porn from Spain 2. Porn from Spain ist einfach so eine unfassbar geile Reihe an Songs. Porn from Spain 1 damals noch mit Nico KIZ. Alter, was wir den Song damals gepumpt haben, war absurd. Porn from Spain 2 mit KIZ, Sebastian Matzen und der Gitarrist von Creator, wie war das? Mille, genau. Ist natürlich auch als CD mit dabei. Und dann Porn from Spain 3 war irgendwie mit Ice-T oder Ice Cube oder so. Und das fand ich dann immer noch cool, aber nicht mehr ganz so geil. Aber das war meine Vinylsammlung, Freunde. Schreibt doch gern mal in die Kommentare, keine Ahnung was. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Das Video habe ich jetzt halt gemacht, ohne zu wissen, was ich wirklich dazu sagen soll. Ist großartig, ja? So gut bin ich vorbereitet. Schreibt in die Kommentare, was für euch eure wertvollste Platte ist und die materielle wertvollste Platte. Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Das ist doch was. So, jetzt haben wir was. Okay, Freunde. Ja, das ist meine Vinylsammlung gewesen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es natürlich sehr gerne positiv bewerten. Diesen Kanal abonnieren für Musiknews. Sowas hier nicht mehr, weil das ist jetzt meine Vinylsammlung. Vielleicht gibt es irgendwann in 2 Jahren ein Update. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ansonsten sehr gerne diesen Kanal abonnieren. Ich versuche dieses Jahr die 20.000 Abonnenten zu erreichen, was ein heftiges Ziel ist. Also sehr gerne abonnieren. Schaltet zu den News ein und zu anderen Videos. Ich weiß nicht, wann dieses Video rauskommt. Heute ist Heilige Drei Könige. Mein Haus ist nicht gesegnet worden. Yes! Mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein. Ihr auch.